nächstes Rennen zum Training. Was fehlt denn noch? China? Hallo und herzlich willkommen in Mexiko, wo sich die Teams bereits auf das heutige Training hier auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez vorbereiten. In den letzten Wochen gab es ja rege Diskussionen über die Streckenbegrenzungen. Wie viel ist zu viel, wenn man Kurven schneidet oder... Ja, das habe ich auch schon 10 Mal gehört. Eine Streckenakklimatisierung bitte. Fast abgeschlossen. Ist das also auch ein Ziel? Ne? Gute Arbeit, du scheinst die Strecke schon gut im Griff zu haben. Versuchen wir jetzt jede Runde zu perfektionieren. Denk daran, dass du einen Beständigkeitsbonus erhältst, wenn du mehrere Kurven hintereinander... Ja. Naja. Wäre möglich gewesen, sagen wir mal. So, Qualifying Tempo mache ich direkt. Direkt hinterher schieben. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Gute Arbeit. Kehre zur Garage zurück. Schnell zurück.
Ist die immer als ein Teamziel? Reiche Schnellzeit für den dritten Sektor ohne Kurven zu schneiden. Oh. Hm. Vielleicht geht's ja hier noch. Wie fühlt sich das Auto an? Komm ruhig rein, um die Einstellungen zu ändern. Dafür ist das Training ja da. Wir wollen schnell sein, aber auch sicher und konstant fahren. Lass uns da ein Gleichgewicht finden. Ja, gerade erst raus. Oder fühlt sich irgendwie immer noch ganz okay. Sehr gut. Die Reifenabnutzung mehr oder weniger wie erwartet. Weil ich nicht vorhin ist, habe ich gar nicht drauf geachtet.
Okay, Abbruch. Schön. Dann halt nicht. Okay, dann. Na, es ist ja hier quasi schon. Zeiten, was hatte ich? 1,23. Ich wollte einen schnelleren Kurs. Das hat alles nicht so lange. Ist nicht so schlecht gerade. Versuche mal. Nein. Oh, im letzten Sektor. Kann man was rausholen. 1,21er Zeit sollte drin sein. Ja. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Laptop 1, 2 aufklappen, 1, 2 weiter. Und los. Dieser Verstappen lässt mal vorne, aber im Rennen nicht. Dann da immer irgendein Babychen. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top. Erstaunlich. Auf Medium ist auch eine 1,23. Ja. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings hier. Ja, schnell zum Qualifying. Weißmehl. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Klar. Willkommen zurück auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez, wo in wenigen Minuten das Qualifying beginnt. Rodriguez, hallo.
Eine Strecke wie diese verspeist Hinterreifen quasi zum Frühstück. Jedenfalls sagen das die meisten Fahrer, die sich damit ja auskennen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. Relativ blöd. Flying Round. Flying Lap. Los, 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 los. Gut zu wissen. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht. Ja. Naja. Ein 21er. Die Stadt war oben. Alex Hilton. Zwei Sektor retten mich hier. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest. Werfen wir ab. Zwei Zehntel. Da gibt noch mal Pünktchen. Ja, nicht mit. Oh, er war schnell in Sektor 3, nicht schlecht. Trotzdem nur Siebter.